Was geht ab, das ist euer bester Freund Kusewasch, der King of Rap, hier mit euch heute in Frankfurt im ausverkauften Butch Club. Wir drehen am Teller OR for life. Hier ist euer bester Freund USA. Ich will diese ganze Welt zerstören, USA. Oder lieber doch nicht, ich geb euch ein bisschen mehr Zeit zum Lernen, bis ihr alle schreit, das ist okay. Also ich denke, ein guter Live-Rapper muss auf jeden Fall in der Verfassung sein, das Publikum irgendwie wirklich für sich zu gewinnen und einfach, dass alle Blicke sich auf ihn konzentrieren und dass man Bock hat, ihm zuzugucken und dass man, während er die Sachen rappt, einfach auch etwas spürt, so weißt du, etwas empfindet. So. Und das ist auch bei den Rappern, die ich persönlich gerne höre, so, ist es sogar unabhängig davon, ob die jetzt super technisch krass sind oder nicht. Wenn ich was spüre, so, dann finde ich das gut in dem Moment, so weißt du. Ich bin ein Krieger auf diesem Beats von Bella König, riesig wie Ratze. Die wollen spielen, gut, die ist der Art für diese Liegen. Schieben nur Krisen und kriegen Angst, sie fliegen vor Angst. Sie fallen auf die Knie und riechen vor meinem Alter. Jetzt wollen nicht mehr beefen, sondern lieber verhandeln. Aber ich lese euch in den Wien, ihr Ratze. Und klatscht euch wie Fliegen an die Wand. Zieh euch runter, tiefer als ihr Atlant. Also ich glaube, als dieses Deutschrap-Ding noch relativ neu war und als der Hype auch relativ neu war, war es schon so, dass wenn man ein überdurchschnittlich guter Rapper war, dass man schnell auffallen konnte. So, ich sag ehrlich, meine ersten Tracks waren auch, da bin ich auch eher durch mein Image aufgefallen, weil Songs wie LMS, so weißt du, waren einfach kontrovers und haben einfach wirklich so, weißt du, die Nation gespalten, sag ich mal jetzt, in Leute, die es mochten und Leute, die es überhaupt nicht mochten. Aber das haben mir auch immer alle gesagt, dass es das Beste war, was ich machen konnte, weil es einfach polarisiert, weißt du, wie schön man bei den Labels immer so sagt. Ich bin in erster Linie der MC sein, King of Rap, der Beste und so weiter, weißt du. Darum habe ich Tracks wie Neon Gelb, King of Rap und so weiter gemacht, wo man dann auch schon gesehen hat, okay, es geht auch anders. Dann hatte ich Songs wie Beste Tag meines Lebens, weil ich auch gesehen habe, was es für eine Auswirkung auf die Kids hat und so weiter und wollte einfach auch wirklich was für die jüngeren Kids auch machen. Also ich lasse mir das alles offen, so wirklich in jede Richtung zu gehen, in die ich Bock habe. So. Egal, kein Tamtam, wart den Anstand. Meine Texte ficken alles wie Matrosen auf Landgang. Für mich strappen wie Wandern. Es läuft und ich bediene gerne euer Team alleine die Bank lang. Danke an alle, die mein Talent verkannt haben. Heute seht ihr wohl alles anders wie in einem Anstand, oder nicht? Ich glaube, dass es für jetzt, sagen wir in Anführungsstrichen, ein Gangster-Rap oder jemand mit Gangster-Inhalten kompliziert wäre, wenn er sich Baggy anzieht und wenn er zugibt, ja man, ich feier voll Hip-Hop-Musik. So, es ist viel leichter für ihn, in einer Lederjacke oder in einer engen Alpha-Jacke, um mit hautengen Jeans also auf die Bühne zu gehen und das dann zu repräsentieren, weil die Jungs sich sagen, okay, der sieht aus wie wir, das, was er sagt, so, das hat schon Hand und Fuß, so, weißt du. Aber am Ende des Tages ist das ja eh nur Oberflächlichkeiten, so, weißt du. Jeder ist auch eine schizophrene Persönlichkeit bis zu einem gewissen Maß. Ich habe auch nicht nur eine Linie, auf der ich denke, sondern ich bin auch 1000 Personen in einer, so, weißt du. Ich weiß, dass das manche auf jeden Fall meine Musik bestimmt nicht hören, Alter, weil sie sich denken, was so, sein T-Shirt ist zu groß, weißt du, was ist das für ein Affe, so, weißt du. So denken die sich aber am Ende des Tages, Alter, mir geht's ja eh nicht darum. Und so Leute, die so ignorant sind, die will ich sowieso nicht überzeugen müssen. So. Die können jemand anderen hören, das ist nicht mein Problem. Alter. Auch wenn meine Zeit auf dieser Erde begrenzt ist, durch meine Taten bleibt mein Name für die Unendlichkeit. Jeder kennt mich und weiß, ich bin eine Legende, ob tot oder tot oder tot oder lebendig. Rap war eigentlich, am Anfang war es extrem Entertainment hier nur so, weißt du, darum war auch dieses Funny-Ding so angesagt, darum konnten auch Acts wie Fettes Brot und so weiter angesagt sein, weil die Leute wollten einfach nur am Wochenende zum Konzert oder sich irgendwas anhören und darüber lachen können und das war's. Aber jetzt, so parallel zu dem, wie die Umstände einfach werden, so weißt du, und es wird einfach beschissener, die Leute haben viel weniger Geld. Jetzt wird es auch immer wichtiger, dass sie jemanden haben, an dem die sich festhalten. So weißt du. Je nachdem einfach, wie sich die Gesellschaft entwickelt, je nachdem, was für eine Anfrage da ist, so wird sich auch die Musik entwickeln bis zu einem gewissen Maß. Ansonsten von der musikalischen Seite, technisch ist es natürlich, wird es immer besser, weißt du, beatmäßig, die Leute geben sich Mühe. Aber die sollten einfach keine Angst haben, eine eigene Identität zu haben, so weißt du. Auch wenn es 50 Jahre dauert, wie die Mauer wackelt, mein Leben kommt nicht mehr vor, wie die Beine vom Dachel. Ich will euch beide, ich mag euch, das ist meine Scheiße. So hab ich hab's geschafft, ohne zu fällen, steig bitte Scheibe von da. Wenn du independent bist, ist der Vorteil, du kannst einfach immer machen, was du willst, so weißt du. Auf der anderen Seite hast du nie irgendwie irgendwelche Geldressourcen, auf die du zurückgreifen kannst. Du hast gar nicht diese mediale Power. Bei Major zu sein, da ist einfach das Geile, dass du einfach sagen kannst, ey, pass auf, zu dem Promotermin, ich komme mit meinen 5 Leuten, ihr müsst einfach die Flüge zahlen, wir wollen 4-Sterne-Hotel, dies, das und oder wir wollen jetzt Promo-Aktivitäten, wir wollen jetzt, dass die Städte zugekleistert werden, ich brauche noch ein Video. All diese Sachen, die sonst nicht möglich wären, sind da möglich. Auf der anderen Seite musst du dich dann damit rumschlagen, dass Leute deine Musik nicht verstehen oder einfach dumm sind und die einfach auch was erzählen wollen so. Und es gibt Leute, die könnten nur independent gehen, weil die einfach überhaupt gar keine Kritik vertragen können oder nicht verstehen könnten, wenn irgendein deutscher Mann denen jetzt irgendetwas sagt. So, ich denke, ich bin irgendwo dazwischen, so weißt du. Ich versuche das Beste zu vereinen, so weißt du, und versuche mir das Beste aus allem zu holen. Das Gute ist, dass ich alles schon gesehen habe. Ich weiß die Vor- und Nachteile. Ihr wollt uns unten sehen und wollt, dass wir runtergehen, doch könnt gleich schon gehen und gehen, denn das ist O-R-O. Oh, 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 oh.
nicht an uns ran. Nein, wir sind anders. Wir steuern unser Ziel an wieder vor. Schicken euch Punks weg in die Puffer. Und jeder, der behauptet, dass er gegen uns antritt, wird behandelt. Unser Traum wird unlandet bei dem Rest von den Ampeln. Männer, wie soll ich hier nur Einzelblatte? Ich werde das auch oft gefragt nach Konzerten, kommen Jungs zu mir sagen, ey, meinst du, ich kann das mit Rap schaffen und du wirst mich bald neben dir auf der Bühne sehen und so. Und da muss ich auch immer sagen, ey, seid nicht zu utopisch, so weißt du. Ich will niemandem den Wind aus den Segeln nehmen, aber ich sag so, solange du nicht bereit bist, dein Leben zu opfern, weil du die Musik an sich so liebst, Alter, hat das keinen Sinn, so weißt du. Manche kommen zu mir und sagen, ich rap schon seit 2 Jahren und ich habe nichts geschafft. Da sage ich, ey, ich habe 10 Jahre gerappt und ich habe nichts geschafft, so weißt du. Ich habe Lesegutscheine verteilt, immer wieder mein Lieblingsbeispiel, so weißt du. Und ich habe immer noch Phasen, weißt du, wenn ich Scheiße baue, weißt du, wenn ich 1 Jahr über meine Verhältnisse lebe, so, dann, ich habe immer wieder Löcher, weißt du, in die ich reinfalle, aus denen ich mich rausbuddeln muss. Und weißt du, ich sag ganz ehrlich, Alter, unser Label stand auch schon oft an der Kippe, so dass wir gesagt haben, ey, jetzt wird's wirklich hart, so, das sind 3 harte Monate, durch die wir jetzt durch müssen, so. Das ist nicht einfach so, Alter. Man sollte nicht glauben, dass einem das alles zugeflogen kommt, Alter. Was? Jeder Idiot hier meint, dass er halb ist. Ich mit Beschweigung verneint dich. Fuck, und ich schweine zu Einsicht. Es gibt nur eins und drei. Es ist immer vor Ort. Ich liebe den Beispiel, zieht die Luft ein wie Geist. Ich meine, muss ich euch wirklich schon was beweisen? Nein! Gerade als zum Beispiel der große Hype kam, so weißt du, mit Gangster-Rap und so weiter, und als alle gesagt haben, okay, jetzt ist für die alten Rapper ist Schluss, so weißt du, und ich wurde so oft schon, haben die gesagt, okay, Savas Zeit ist vorbei, so weißt du, deswegen auch das Album Tot oder Lebendig mit dem Titel. Und als ich dann wieder kam, weißt du, mit einem Album und dann trotzdem die gefickt habe, so weißt du, und andere Leute, die davor monatelang in Interviews ihre Fressen aufreißen und sagen, ja Mann, jetzt sind wir dran und der ist jetzt auch raus oder so. Und die sehen auf einmal, weißt du, nicht nur, dass es Platz 10 geht, so weißt du, und vielleicht, okay, verhältnismäßig zu anderen Leuten hat es jetzt vielleicht nicht so ultra viel verkauft, aber trotzdem, die sehen, ich gehe auf eine Tour, ich kann auf Tour gehen 30 Tage und habe fast jeden Tag ausverkauft, so weißt du. Frankfurt, mach mal Lärm! Jetzt ist der Führer da, nichts wird mehr so sein, wie es einmal früher war. Hochdeck und Brandübernahme beginnt in diesem Jahr. Die Schädel entwickeln die Läden, holt euch Brot, Wasser und Zucker. Bohnen und Reisgas, Brenner und Butter. Bei dieser Verse hier alles kaputt macht, alles zerstört, alles gefällt. Wir vernichten euch, bis uns alles gehört. Ich könnte mir alles vorstellen, von mir aus könnte ich auch eine Boygroup produzieren oder so, und ich würde gerne auch mal, weißt du, die Industrie mit ihren eigenen Waffen schlagen, so weißt du, und weil ich habe genug darüber gelernt, so weißt du, und ich weiß, wie bestimmte Sachen funktionieren. Ich habe auch schon gesagt, dass wenn ich Bock hätte, könnte ich noch erfolgreicher sein im Sinne von Verkaufszahlen und so, wenn ich bereit wäre, mich noch dümmer zu stellen, als ich bin, so weißt du. Die Leute wollen einfach primitive, einfache Sachen, und ich feiere die einfachen Sachen auch, aber nicht bei Rap, also dafür liebe ich das zu sehr. Und dadurch, Alter, dass ich mit Pop, dass ich da nicht so eine Verantwortung für spüre, so weißt du, und dass mir ist Pop scheißegal, so, und ich würde gerne auch diese Major-Labels pimpen, und ich würde gerne die dummen Klingelton-Freaks, weißt du, würde ich auch gerne abziehen, Alter, sag ich ganz ernsthaft, so, Alter, und daher könnte ich mir auch vorstellen, auch sowas zu machen, Alter, aber jetzt macht mir Rappen noch viel zu viel Spaß, Alter, und irgendwann, wenn es mir keinen Bock mehr macht, dann werde ich aufhören, aber bis dahin, fick schwer, Alter. Und jetzt ist alles vorbei, weil jetzt die Schicht im Schacht. Schau, die hab's zu nix gebracht. Und jetzt ist alles vorbei, weil jetzt ist aus dem Schluss. Er macht Zeit, dass du nach Hause musst. Okay, das war's, genug gelabert. Euer bester Freund verabschiedet sich, die Türen gehen gleich auf. Ich muss auf die Bühne, OR.